Okay, da sind wir schon bei der ersten Auswahlmöglichkeit. The Curse of Monkey Island. Geschichten von 1002 Seemännern. The Curse of Monkey Island, oberaffig. Geschichten von 1002 Seemännern, aber mit mehr Rätseln. Ah, okay, jetzt haben wir jetzt zwei Möglichkeiten. Jetzt können wir uns entscheiden. Das ist wahrscheinlich der Schwierigkeitsgrad, den wir wählen müssen. Einmal The Curse of Monkey Island oder einmal The Curse of Monkey Island oberaffig. Mit mehr Rätseln. Okay. Mehr Rätsel. Das lehne ich doch gekonnt ab, wenn es nicht sein muss. Bitte einmal weniger Rätsel. Normal viele, also mit mehr Rätseln, mehr Schwierigkeit. Nicht so unbedingt, aber ich weiß nicht. Na komm, jetzt hier. Wir spielen das normale Curse of Monkey Island, oder? Macht doch keinen Sinn jetzt hier. Oberaffig, das scheint jetzt hier normal. Das ist ja das der Schwierigkeitsgrad wahrscheinlich. Da ich ein Noob bin. Ein blutiger Noob. Ich muss mit einem leichten Ding anfangen. Let's go. Geht schon direkt los ins Abenteuer oder was? CMI präsentiert Ton. Dröhn. The Monkey Island. The Monkeys are listening. Die Affen lauschen. LucasArts. Da geht's los. Direkt rennen ins Abenteuer. Ein schön 3 zu 4 Format. Tief in der Karibik. Monkey Island. Es ist ein altes Spiel. Also, ja, gewöhnt euch dran. Logbuch des Kapitäns, Guybrush Threepwood. Seit Tagen verirrt auf hoher See. Ich habe weder Mannschaft noch Navigationsinstrumente. Kein Proviant außer einer halben gepökelten Wurst. Und wenn ich nicht bald auf etwas zu trinken stoße, ist es aus mit mir. Allein die Hoffnung, meine geliebte Elaine zu finden, hält mich aufrecht. Die Suche nach dem berühmten Schatz Big Whoop hat mich in diese missliche Lage gebracht. Ich hatte gedacht, er würde mir zu Ruhm und Ehre verhelfen. Doch stattdessen hat er mich direkt in die Fänge von meinem Erzfeind getrieben, dem Zombie-Piraten LeChuck. Er wollte sich an mir rächen, weil ich seinen bösen Plan durchkreuzt habe, Elaine zu heiraten. Bin sehr, sehr durstig. Nur ein einziges Glas frisches Wasser und ich hätte vielleicht wieder die Kraft, weiter zu segeln. Aber ich weiß ja, um mich herum gibt es weit und breit nur den Ozean. Wenn ich Land erreichen könnte, eine Flasche würde ich Wasser. möglicherweise Trinkwasser finden und etwas zu essen. Obst vielleicht, um damit den Skorbut zu bekämpfen und meine Kraft wieder zu gewinnen. Tja, schön, wenn es uns was gäbe. Ach, warum quäle ich mich selbst so? Ich könnte mir auch ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog wünschen. Das bringt ja doch nichts. Ein Hühnchen und einen großen Krug voll Grog. Oh, meine süße Elaine. Bin ich dazu verdammt, ich mach das jetzt zu schon. verhungern? Ohne dein Gesicht nur noch ein Verstehe. einziges Mal wiederzusehen, bin ich. Monkey Island. The Curse of Monkey Island. TM. Besetzung: Dominic Armato als. Ja. Programmiert von Chuck Jordan, Chris Pruvis. Und dem anderen. Leitender Hintergrund, Grafiker Bill Tiller, Hintergründe Mia Bovan und der andere oder die andere. Endanimationsgrafiker Mark Overney, 2D-Animation Derek Sakai Anson Joe und die anderen. In 3D-Animation Daniel Colon Jr., 2D und der andere. Joey Ahern. Und die Musik ist ziemlich laut, ich hoffe, es geht.
ja, in Ordnung, ja, Grafiker, grafische Technik, Livia, Michelle, Kim und die anderen. Musik komponiert von Michael Land. Die laute Musik, die wir hier gerade hören. Musik produziert von Michael Land und Hans. Ja, von Hans. Derek O'Farrell, Chris, Koya, Cindy und Peggy haben auch noch mitgemacht. Clint Bayaken, Eric Willmander, Eric Aaron und Brett, Vince, Matt, Michael, Michael und Peter. Ganz viele Leute, unter anderem mein Dan. Ich hoffe, es ist nicht zu laut und ich bin nicht zu leise. Ich hoffe, es geht. Chip, James, Lynn, Kevin, Jason und der andere. Kamala, Kenny, Tom. Basierend auf Gartnerschaffe von Ron. Jonathan, Chuck und die anderen. Jonathan, Eckley. Chuck, du bist nun mal einfach nicht mein Typ. Elaine? Bei meinem geronnenen Blut, du wirst lernen, mich zu lieben. Komm auf mein Schiff und ich mache dich zur Königin der Toten. Ich kann nicht, ich wollte mir die Haare waschen. Pfeif auf dein Haar, Mädchen. Siehst du nicht, dass dieser alte, salzige Seeleib sich so sehr nach deiner zärtlichen Berührung sehnt? Ich glaube nicht, dass mein Vater zustimmt, wenn ich mit einem Untoten ausgehe. Und du bist sowieso ein viel zu netter Geisterpirat für mich. Lass uns doch einfach gute Freunde sein. Sieh der Wahrheit ins Gesicht, Chuck. Du bist ein widerlicher, verfaulter, boshafter Schurke. Nicht gerade das, was ich mir im Moment für eine romantische Beziehung wünschen würde. Sprich nicht in Rätseln, freches Weibstück. Was soll das bedeuten? Du bist ein blutrünstiges Monster. Du hast mich schon entführt, meine Freunde gefoltert und mir den einzigen Mann genommen, den ich jemals geliebt habe. Guybrush Threepwood. Oh, wie romantisch. Chef, ahoi! Threepwood! Fischt ihn raus. Guybrush? Guybrush Threepwood, bei meinen feurigen Eingefangen. Guybrush Threepwood. Ich weiß nicht, wie du meinem Jahrmarkt der Verdammten entfliehen konntest, aber meiner Klinge wirst du nicht entkommen. Da! Das scheint eine Fortsetzung zu sein von einem vergangenen Spiel. Ah, das Schätzchen hat Courage. Der Jahrmarkt der Verdammten. Bring den unter Deck. Da waren wir scheinbar schon. Da kamen wir mit dem Autoscooter. Das sind unsere Autos gut abgehauen. Und macht unsere brennende Voodoo-Kugel bereit. Kapitel 1, das Ableben des Zombie-Piraten LeChuck. Okay. Ich muss hier raus und Elaine helfen. Wenn ich nur durch diese Tür kommen könnte, dann könnte ich leicht die bewaffneten Wachen oben überwältigen, über Bord springen und ans Ufer schwimmen. Hör auf zu murmeln, Gefangener! Gefangener? Oh, jetzt können wir agieren. Ich springe in die Luft, ihr miesen Hunde! Ich trau mich gar nicht, Escape zu klicken. Ich würde mal gerne ins Menü. Es geht nicht. Okay. Ihr werdet den Tag noch verwünschen. Das ist Inventar. Da haben wir Ballons drin.
Ihr trinkt Kielwasser und eure Mütter ziehen euch an wie Weiber. Mhm. Okay, die Lautstärke könnte ich gerade nicht anpassen. Okay, aber ich bin zu hören und die Musik ist auch zu hören. Sehr gut. Passt. Alles klar. Ich lege eure Festung in Schutt. Wir haben Kanonenkugeln. Die können wir anfassen. Heliumballons. Ich fühle mich, als könnte ich. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Nicht? Ja, das Ganze ist ja ein Projekt in Click Adventure, wie ihr schon mitbekommen haben könntet. Festung. Euer Ende ist nahe. Ja, wir kombinieren mal wieder alles mit allem und. Irgendwie lässt mich diese ganze Gewalt abstumpfen. Untersuche ihn die Ballons. Sehr festlich. Sehr schön. Können wir noch etwas anderes einsammeln? Schöne Kanonenkugeln. Sie sehen ziemlich stabil aus. Es ist ein altes, kurzes, durchgescheuertes Seil. Können wir das nehmen? Wie nehmen wir denn was? Ein altes, kurzes, durchgescheuertes Seil. Die Steuerung wurde mir nicht wirklich erklärt. Inventar. Mit E können wir interagieren. Ich glaube, ich habe noch nie einen niedlicheren Piraten gesehen. Können wir den mitnehmen? Den Piraten? Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Das spielt doch keine Rolle. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Nicht? Hm, seltsam. Vielleicht kannst du einen Ballon damit benutzen. Mit dem Seil. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Unfug. Du kannst doch bestimmt einen Ballon mit einem Seil benutzen. Hey, es ist eine der neuen selbstnachladenden Kanonen, von denen ich so viel gehört habe. Sehr schön. Okay. Halteseil für die Kanone. Können wir da vielleicht irgendwie Ballons dran? Ich kenne einen Ballon. Ich kenne einen Ballon. Das ist doch Unfug. Ladestock. Wir müssen interagieren. Sieht wie ein Ladestock für die Kanone aus. Bei einer selbstladenden Kanone. Es ist das Halteseil für die Kanone. Tja. Ich kann mich nicht an der Kanone vorbeizwängen. Geh aus dem Weg! Ich kann die Kanone nicht abfeuern, wenn du dort stehst. Tja, Mündung. Es ist die Mündung der Kanone. Da müssen wir vielleicht eine Kanonenkugel reinstecken. Und irgendwas anderes. Ballons vielleicht. Vielleicht können wir die da reinstecken. Nein. Schade. Ich komme nicht dran. Ich komme nicht dran. Aha. Es ist ein erleuchtetes Bullauge. Es kommt ein merkwürdiges Leuchten aus diesem Bullauge. Interessant. Noch irgendwas so mit mir hier. Kanonenluke. Es ist eine weitere Kanonenluke. Okay. Ja, irgendwie müssen wir jetzt hier ausbrechen. Ein Gitter. Gitter. Was ist das? Gitter. Ich hab's noch nicht richtig verstanden. Was ist das für ein Ding? Gitter. Aha, okay, wenn du meinst. Vielleicht können wir dann. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Ja, aber ist. Ja, okay, wir können. Die Ballons mit nix. Scheinbar mit gar nichts benutzen. Und drehen gar nichts. Okay. Mit dem Schlüsselloch. Ich kann einen Ballon nicht damit benutzen. Womit denn sonst? Können wir vielleicht ein bisschen was. Können wir irgendwas ins Inventar nehmen?
Nein. Mein Ernährungsplan enthält schon genug Ballaststoffe. Aha, okay. Tee ist also fürs Essen. Bleib zurück! Oh. Oder Talk. Das ist ja Tee für Talk. Ich bin Guybrush Threepwood. Wer bist du? Ich bin Guybrush Threepwood. Wer bist du? Ich bin der böse Pirat Blutnase. Der gemeinste Unhold, der jemals unter dem Banner des Todes gesegelt ist. Ich kau dir deine Nase ab, kaum dass ich dich gesehen habe. Du klingst ziemlich hart. Ich bin so hart, dass ich den Klabautermann auf der Seemannsschule Kiel holen ließ. Aha. Trägst du einen falschen Bart? Blutnase, der Pirat, würde niemals einen falschen Bart tragen. Tust du doch. Nein. Er ist an deinen Koteletten angeklebt. Niemals. Genau genommen ist es ein Qualitätsbart aus den Brust- und Rückenhaaren von echten Piraten. Ich hoffe, er wächst an, wenn ich ihn eine Weile wasche. Hey, warte mal. Du bist kein Pirat. Wally, erkennst du mich nicht? Ich bin Guybrush Threepwood. Oh, sowas. Hallo, Mr. Wood. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, waren wir Gefangene in LeChucks Labyrinth. Warum heuert jemand wie du auf einem Schiff der lebenden Toten an? Nun, Mr. Brush, zuerst hatte ich meine Zweifel. Aber dank der Seminare und Motivationsvorträge von LeChuck und der Papageien-Audiobücher bin ich ein bösartiger Pirat geworden. Sie können das auch. Fragen Sie mich wie. Erzähl mir von diesen Seminaren. Die Seminare haben mir einiges klargemacht. Sie ahnen ja nicht, wie erhebend es ist, in der Lage zu sein, sich selbst zu sagen, ja, ich bin ein verachtenswerter, dreckiger, schurkiger Pirat, der Schande und Tadel verdient. Aber genau das ist es, was ich sein will. Alle waren sehr hilfreich. Wir hatten dieses große Gefühl der Synergie. Dann trat LeChuck die Tür ein und sagte, ihr fauler Abschaum, zurück an die Arbeit oder ich verprügel euch mit euren eigenen Beinen. Ja, erzähl mir mehr von den Motivationsvorträgen. Erzähl mir von diesen Motivationsvorträgen. Nun, es waren keine Seminare im eigentlichen Sinne. Es war eher, was LeChuck als das Verdreschen des inneren Schweinehundes bezeichnete. Schön. Erzähl mir von diesen Audiobüchern. Die Papageien-Audiobücher sind der Schlüssel zur Piraterie. Du erhältst einen Satz von 12 Papageien. Einen pro Monat. Gib so viele zurück, wie du willst. Behalte sie alle und werde glücklich. Sie lehren dich, wie ein Pirat zu sprechen. Alle Schlüsselsätze sind darin enthalten. Dreck den Mann nieder. Ich brech dir die Knochen. Lora will einen Cracker. All die Phrasen, die ein Pirat braucht, um auf hoher See respektiert zu werden. Alles klar. Hast du irgendwelche Literatur da, die ich mir ansehen kann? Hier. Dieser Handzettel erklärt die Grundphilosophie, der ich folge. Aha. Können wir uns gleich mal durchlesen. Lass mich frei, Wally. Ich kann nicht, Mr. Brush. Ich bin jetzt der böse Pirat Blutnase. Und außerdem, selbst wenn du an Deck kommst, würde LeChuck dich in Streifen schneiden. Ich frage mich, woher er den Namen Blutnase hat. Ich fürchte, wir werden es noch erfahren. Was ist hinter dieser Tür? Hinter dieser Tür verbergen sich LeChucks Schätze. Dort gibt es Haufen und Stapel von Gold und Silber. Er hat seine gesamte Beute zusammengebracht, um sie Elaine zu geben. LeChuck ist davon überzeugt, dass er Elaines Liebe kaufen kann. Es erinnert mich halt stark an den Daedalic-Humor. Das ist deswegen, also... Hat starke Ähnlichkeit mit dem Danley-Humor, zumindest bis jetzt. Und den finde ich gar nicht übel. Was ist noch einmal hinter dieser Tür? Das ist LeChucks fabelhafte Schatzkammer. Ich glaube, das Spiel wird mir gefallen. Du bist als Pirat ein Versager. Halt die Klappe, du gelbbäuchiger Schmeißfisch. Noch ein Piep und ich buchte dich ein. Ich bin auch schon eingebuchtet. Piep. Du anstößiger Mistkerl. Noch ein Wort und ich zeige es dir. Wort. Das reicht. Ich werde dich zerfetzen. Ich werde...
Oh, ich kann es nicht. Ich kann es einfach nicht. Hast den schweren oder einfachen Modus? Ich habe den einfachen gewählt. Ich welchen bin du können? Einfach kein Pirat. Den mit weniger Rätseln. Ich weiß nicht, ob das ein einfacher Mod war, aber der mit den weniger Rätseln. Ich bin nicht einmal unfreundlich. Na toll, jetzt haben wir ihn zum Weinen gebracht. Okay, wir haben Piratenliteratur und immer noch die Regenballons, die man nix kombinieren können, mit gar nichts. Das ist kein Zahnstocher. Es ist Wallys falscher Piratenhaken. Kann man das hochheben irgendwie? Ich habe die Spielsteuerung immer noch nicht kapiert. Also E ist interagieren, damit können wir mit irgendwas... Jetzt hör auf zu heulen. Und mit T können wir talken, mit irgendwas. Ah, okay, mit U können wir es heben. Es hat sich in all den Trümmern verheddert, ich kann es nicht aufheben. Eine Kanonenkugel. Sie sind zu schwer zum Tragen. Alles klar. Jetzt, wo ich weiß, wie man die Sachen untersucht. So einen großen Knoten könnte ich nie lösen. Kanone. Ui. Es wird geballert. Hey, das war ganz schön knapp, Kumpel. Pass auf, wo du hinschießt. Ach so, so stellt man hier. Die Piraten versenken. Sehr schön. Auf welcher Seite stehst du? Ja gut, wir werden es sehen. Ich habe einfach mal den... Da stand mit mehr Rätseln, habe ich natürlich den genommen, den mit weniger Rätseln. So, Piraten besiegt. Sehr schön. Hey, ich werde langsam ziemlich gut darin. Oh, fies. Die ganzen Knochen und all das Zeugs treiben auf das Schiff zu. Ah, shit. So, können wir jetzt mal hier... Sehr schön. Was alles so ins Inventar reinpasst. Können wir ihn ins Inventar nehmen? Ich will den kleinen Kerl nicht aus den Socken hauen. Schade. So, haben wir jetzt hier irgendwas, womit wir die Tür öffnen können? Erstmal können wir die Piratenliteratur lesen. Piraterie nach Artus LeChuck, Kapitel 1. Wie man mehr als 15 Mann auf des Totenmanns Kiste bekommt. Aha, okay. Mit dem Plastikhaken können wir bestimmt die Tür aufmachen. Mit einem Haken daran zu kratzen wäre zwecklos. Meinst du? Das Seil ist zu kurz und zu durchgescheuert, um nützlich zu sein. Dann vielleicht mit dem Ladestock. Können wir vielleicht hier die Luke aufmachen? Das Gitter ist aus massivem Holz. Ich kann es nicht aufstoßen. Tja. Das muss nicht geladen werden. Dann laden wir die Kanone vielleicht. Sie ist bereits geladen und schussbereit. Ich werde den armen Wally nicht damit niederknüppeln. Schade. Ich glaube nicht, dass er das mögen würde. Tja, hier scheint hier gar nichts zu klappen. Ich habe meinen Dietrich nicht dabei. Wie wär's damit? Ach, können wir es vielleicht miteinander kombinieren? Ah, sehr schön. So, mein Enterhaken Dietrich. Mit einem Haken daran zu kratzen wäre zwecklos. Der Haken ist zu groß, um durch das Gitter zu passen. Tja, also... Vielleicht mal aus dem Fenster gucken. Ui. Diesmal haben sie sich mit dem falschen Totenkopf angelegt. Ich glaube, er würde mich beißen. Glaube ich auch. So weit komme ich nicht.
Wenn ich erst einmal den Kanonier... Doch, so weit komme ich. Wenn ich erst mal meine Finger in die Finger bekäme. Ui, was haben wir da gehangen? Das ist mein Arm. Gib ihn zurück. Ich hab den Arm. Einen Skelettarm. Nun ja, ich schätze, ich sollte das wohl positiv sehen. Oh, ein Säbel. Jetzt habe ich etwas Gewicht verloren. Können wir hier noch den Totenkopf angeln? Hey! Oder ins Wasser schlagen? Okay, wir haben ein Säbel. Der muss doch irgendwas wert sein. Können wir hiermit noch irgendwie ins Bild auch zum Beispiel? Nicht dran. Na sicher. Ich komme nicht ran. Na sicher kommst du da nicht ran. Mit dem Stab. So, ein Säbel. Können wir mit die Tür aufsäbeln? Die Tür ist zu dick, um mit dem Entermesser durchlöchert zu werden. Säge durchkappen. Schmecke den kalten Stahl, schwächliches Kanonenhalteseil. Damit die Kanone durch die Tür rasselt. Vielleicht. Wäre eine Idee. Und jetzt werde ich mit den dämonischen Flammen dieser Voodoo-Kugel mein wahres anderes Ich in die wahre andere Welt schießen. Dann wird sie sehen, was sie mir bedeutet. Bei Neptuns Nabel, das war ganz schön knapp. Oh nein! Schiff gekentert.